Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video geht es um ein Depot-Update des abgelaufenen Monats August 2021. Wir schauen, wie denn der Monat verlaufen ist, ob wir ein Sommerloch erlebt haben oder wie sich das Ganze denn in die eine oder andere Richtung entwickelt hat. Natürlich wieder mit sämtlichen Erträgen, Zinsen, Dividenden, alles was ich eingestrichen habe und wie gesagt die Entwicklung gelaufen ist. Also ich würde sagen, springen wir gleich hier mit rein. So, und da sind wir auch schon drauf. Genau. Ja, August ist gelaufen. Was haben wir im August investiert? Hier habt ihr wieder die große Übersicht, was denn tatsächlich so an frischem Kapital in Richtung Depot und Vermögensaufbau geflossen ist. Das kann natürlich der ganz klassische Aktiensparplan sein oder auch Einmalkäufe. Alles, was ich nicht direkt an den Mann bringen konnte, ist nochmal auf ein Festgeldkonto gewandert mit 2,5% Verzinsung. Allerdings, bevor er jetzt wieder aufschreit, ja Festgeld, um Gottes Willen, 2,5% ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier kann ich jeden Monat auch jederzeit 2.000 Euro monatlich entnehmen, ohne irgendwelche Strafzinsen oder sonstiges. Ich bin da relativ flexibel, immer noch besser, wie jetzt da 6.000, 7.000 Euro auf dem Verrechnungskonto, eben ohne eine Verzinsung einzustreichen. Deshalb hier der Schritt, alles was zu viel ist, geht Richtung Festgeld oder Flex-Festgeld oder wie man es auch nennt, ja? So, was haben wir im August denn so angelegt oder eingezahlt? 914,45 Euro sind es denn letzten Endes geworden. Natürlich mich nicht mehr ganz so stark wie der Juli. Trotz allem, wenn wir uns hier so die Mindestjahresziele anschauen für dieses Jahr, 10.374 Euro sind angesagt. Ich stehe jetzt schon bei 9.406 Euro. Dann wird auch ganz klar, September, spätestens mit dem Oktober werde ich dieses Ziel erreicht haben und November, Dezember kommt dann noch hinten raus die Kür. Ich habe mir da nochmal so ein insgeheimes kleines Ziel gesetzt. Mal gucken, wenn ich mich ein bisschen strecke, sollte ich das auch wieder erreichen. Und dann kann ich sagen, für dieses Jahr, für das Jahr, Pannenjahr ist es nicht vielleicht, aber es war ein Krisenjahr für mich tatsächlich, doch fast drei Monate in Kurzarbeit gewesen und trotzdem dann hier diese stabilen Sparraten, also klopfe ich mir trotzdem einfach mal auf die Schulter. Ich denke, das ist eine respektable Leistung. Also sind wir hier auf jeden Fall im Kurs. So, was haben wir denn mit unserem Geld angestellt? Wir haben zum einen Aktiensparpläne, wie jeden Monat laufen lassen. 35 Euro ist der Grundbetrag. Und dann hat der entsprechende Wert Dividenden in diesem oder im Vormonat ausgezahlt. Dann werden die gleich wieder zum nächsten Monatsanfang reinvestiert, um überhaupt mal eine vernünftige Positionsgröße hinzubekommen. Ist natürlich nicht sonderlich sinnig, eine Aktie mit 200-300 Euro Depotwert zu halten. Dann vermute ich noch so 30, 40, 50 Titel. Da ist das Management in Relation zu den Erträgen überschaubar, deswegen möchte ich da relativ schnell weiter nach oben kommen, aber trotzdem eine vernünftige Streuung erzielen. Wir haben also monatlich 35 Euro, wie gesagt, plus Dividende investiert in American Tower, in Microsoft, in Unilever. Dann haben wir hier Apple, Cisco Systems, Diageo, Comcast Corp, Novo Nordisk, Honeywell, United Health Group, McDonald's, Union Pacific, Fresenius, Texas Instruments und Fastenal. Ja, das sind meine 15 Sparpläne, die einfach ganz stoisch weiter durchgezogen werden und bisher hat sich die Strategie auch ausgezahlt. Weiterhin haben wir noch drei ETFs bespart. Das ist einmal hier der Luxor MSCI World, ein ganz klassischer ETF, ganz normaler MSCI World ETF eben, ein Standardprodukt. Hier sind 100 Euro neu dazugekommen, ebenso 62,50 Euro in den Invesco FTSE Emerging High Dividend Low Volatility ETF und in den Spider S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF, auch da 62,50. So, und dann könnte man sagen, ja okay, dann sind noch halt ein paar Euros natürlich Richtung Festgeld geflossen. Allerdings hatte ich auch schon wieder ein bisschen was auf dem Verrechnungskonto. Auch das habe ich genutzt. Ziemlich spät, 27, 28. August, hier eine neue Position, Omega Healthcare Investors. Vor allen Dingen nicht unbedingt, weil da großes Kurspotenzial für mich drin ist, ein Stück weit schon, ja natürlich, also die sind noch nicht ganz auf dem Hoch angekommen,
Aber die haben auch ein bisschen gelitten 2020, eben durch die Corona-Pandemie. Da sind die Umsätze und auch die Gewinne ein Stück weit zurückgegangen. Allerdings eine sehr attraktive Dividendenrendite, knapp über 8% habe ich jetzt hier eingesammelt. Habe hier 35 Stück mir ins Depot gelegt zu einem Preis von 28 Euro. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, zur Performance. War durchaus erfreulich, der August relativ stark gelaufen. Knapp über 1,2% Performance hingelegt. Also das ganze Jahr eigentlich fast nur grüne Monate drin gehabt. Ich glaube, war Januar, Februar, da war so ein Nullsummenspiel, leichtes Minus. Und wir haben bisher keinen Rücksetzer gesehen in einem signifikanten Rahmen. Ich warte natürlich noch ein bisschen drauf, eben auch, weil doch relativ viel noch an Cash da liegt. Wir können auch gerne nochmal umschalten hier, das Gesamtportfolio. Dann habe ich hier immer noch auf dem Festgeld ja, fast nicht ganz 8000 Euro. Also der Cash-Anteil ist da doch schon noch ziemlich gewaltig. Cash-Anteil jetzt hier 9,43%. Also bitte, geht doch mal runter, ihr lieben Kurse, damit ich auch nochmal entsprechend günstiger einsteigen kann. Weil jetzt ist, wie gesagt, es ist dermaßen nach oben gelaufen. Es ist schwierig, jetzt noch attraktive Bewertungen zu finden. Es gibt sie natürlich noch, aber zumindest mal bei den Titeln, die ich jetzt hier bespare und mit der Strategie, mit der ich hier unterwegs bin, macht es nicht ganz so viel Freude, bin ich ganz ehrlich. Ja? So, Berechnung ist uninteressant. Diagramm vielleicht nochmal hier im Vergleich. Ganz fulminant und bitte spricht mich darauf bitte nicht an. Ja, vielen Dank. Da muss ich jetzt auch, weil ich mich auch von der eBase trennen werde, als solches werde ich wohl diesen Fonds, dieses tolle Produkt, doch relativ zeitnah dann auch aus dem Depot rauswerfen und werde die anderen drei Geschichten, also meine drei ETFs, die eben auch bei der eBase liegen, aufgrund der relativ günstigen Kaufkosten, werde ich dann umziehen. Ist jetzt gerade eine Depoteröffnung anhängig, muss mal warten, bis da dann das andere Depot läuft und da werde ich die anderen drei ETFs entsprechend rüberholen. Gesamtportfolio ist gelaufen, wie gesagt, 1,2%. Das reine Aktiendepot oder beziehungsweise das reine Wertpapierdepot ist ein bisschen stärker gelaufen, 1,5%. Trotz allem die Indizes deutlich besser performt, sei es der Dow Jones, sei es der DAX hier mit der magentafarbenen Linie oder aber auch der S&P 500 und der absolute Überflüger immer noch hier meine MSCI World ETF. Der hat am stärksten performt, fast 3% Performance in diesem Monat. Aber immerhin, wir arbeiten uns langsam wieder hoch, aber trotz allem, wenn man sich das eben dann anschaut, dass man immer so 0,2, 0,3% schlechter ist, das summiert sich natürlich aufs Jahr doch entsprechend hoch und ist nicht so das, was ich mir erhofft habe, allerdings eben auch, deswegen kommen wir hier zu Rendite, zu Volatilität, kaum eine Schwankung, ja. Also der Dow Jones, der ist dann schon von der Schwankung her ein bisschen oder deutlich weiter hier wie mein Gesamtportfolio. 0,96% gab es da Schwankungen, also unter 1% habe ich da gesehen. Habe ich kein Problem damit, obwohl auch der MSCI World wenig geschwankt hat in diesem Monat. Aber ja, ich kann damit relativ gut schlafen und es geht ja, ihr seht das ja immer wieder mit, wenn ihr jetzt den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt und auch hier die Entwicklung, es geht ja immer mehr Richtung Aktien und da ist eben auch ein bisschen mehr Schwankungen drin. So diese Sicherheitspositionen wie Gold und so, die schwanken eben nicht so stark, die bremsen das hier eben auch aus, aber auch nach oben hin geht es entsprechend auch nicht ganz so stark, ist auch ganz klar. Rendite kommt von Risiko. Alte Binsenweisheit, ne? Könnte passen. So, dann haben wir bei den Wertpapieren einen absoluten Überraschungssieger an der Spitze, Villiers und Boch 11%. Jo, das hat Spaß gemacht, die haben sich richtig gut entwickelt, haben einen richtig großen Sprung nach vorne gemacht und letzten Monat habe ich es, glaube ich, schon mal gesagt, endlich auch mal wieder über die ganze Anlagezeit wieder im Plus gelandet. Jetzt hatte die damals bei, glaube ich, 18,90 Euro habe ich die eingekauft, jetzt habe ich mal eine Rendite gemacht. Neben den Dividenden natürlich, die ich auch schon eingestrichen habe die ganzen Jahre. Nee, das passt soweit, genau. Münchner Rück ist auch nochmal ein bisschen zurückgekommen, hat sich auch wieder ein bisschen erholt. Novo Nordisk, immer noch fantastische Zahlen. Die hatten zwischenzeitlich hier bei 90, über 90 Euro haben die gelegen. Das war abnormal.
Cisco auch immer noch mal stark dabei. Also sie haben sich auch, guck mal, wie die sich entwickelt haben jetzt wieder, ne? Das war eigentlich so ein Sorgenkind, ne? Corona-Crash, dann gab es eine Zwischenerholung, dann sind sie wieder weggesackt. Und wenn du dann doch eventuell dran bleibst und da langfristig von mir aus eben wie mit diesen kleinen Stückelungen reingehst, dann bekommst du auch deine Rendite und dann wirst du damit belohnt. Ebenso hier der ETF, der Emerging Markets ETF. Letzten Monat hat der, glaube ich, noch relativ Federn gelassen. Hier haben wir so einen kleinen Wegsacker hier. Ja, doch. Also zu Anfang August und jetzt haben wir uns auch nochmal gut erholt. Hier auch 6,6%. Microsoft läuft auch wie Schmitz Katze. Kann man Haken drunter machen. Wer doch relativ stark geschwächelt hat, ist die Amgen. Es gab eigentlich nicht wirklich so eine großartige Newsflut, dass man sagen könnte, jetzt weiß ich, warum das passiert ist. Die haben einfach relativ stark nachgelassen, obwohl sie Gewinn und Umsatz nochmal steigern konnten. Unilever ist auch immer noch so ein kleines Sorgenkind, doch die haben sich von ihrem Hoch knapp über die 50 Euro wieder nach unten gearbeitet. Wird es eventuell auch wieder irgendwann hier unten, mal gucken, nochmal so um die knapp unter 44 vielleicht nochmal einen Einmalkauf geben. Ist vielleicht auch ein No-Brainer, ist ein Basiskonsum-Güterhersteller. Hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn man die relativ niedrig unten hier kaufen kann, dass die sich auch nochmal erholen werden. Wir haben es auch schon mal gesehen bei Nestlé. Auch die haben sich mal irgendwann entschlackt, was das Produktportfolio angeht und sind dann auch wieder margenstärker geworden, haben auch wieder mehr Gewinn erzielt. Unilever ist da gerade im Umstrukturierungsprozess, muss man dem Unternehmen auch mal ein bisschen Zeit geben. Ja, Diageo, Schnaps war auch nicht so das Beste, oder Spirituosen allgemein, aber das sind alles hier keine großartigen oder nennenswerten Verluste. Ansonsten hat hier das Plus überwogen, können wir einen Haken drunter machen. So. Und ganz interessant wird es natürlich auch hier in meiner Einnahmen-Ausgaben-Übersicht, beziehungsweise hier geht es eigentlich nur um die Einnahmen. Was haben wir im August zu bekommen? Im August haben ausgeschüttet Apple 1,39 Euro. Dann haben wir nochmal Zinserträge bekommen von Bondora 12,86 Euro. British American Tobacco 54,72 Euro. Estate Guru 27,63 Euro. Fastenal hat ausgeschüttet 3,16 Euro. Mintos mit 19,69 Euro, Novo Nordisk 3,67 Euro, RoboCash, noch eine relativ frische Plattform, P2P 23,94 Euro, der Spider S&P Pan-Asia Dividend Aristocrats ETF, jetzt erstmal mit der ersten großen Ausschüttung 46,82 Euro, habe ich ja doch in den letzten Monaten ordentlich zugekauft, das hat sich bemerkbar gemacht, und dann noch Texas Instruments 3,30 Euro und zum guten Schluss 17,48 Euro gab es noch von Twino, leider ein bisschen höher, knappe 5 Euro weniger wie 2020, kann ich mit leben. Trotz allem, wenn wir uns jetzt hier auch wieder die Quartalsübersicht anschauen, Q1 haben wir geschlagen, Q2 haben wir geschlagen. Es gab einfach letztes Jahr durch die Pandemie einfach auch immer wieder Verzerrungen, was die Dividendenzahlung angegangen ist. Was die Dividendenzahlung angeht, so rum, egal. Im Februar, März ist nochmal Ausschüttung bei Villeroy & Boch. Die haben dann auch im September oder Oktober ausgeschüttet gehabt. Haben jetzt wieder regulär ausgeschüttet. Ergo fehlen sie mir jetzt natürlich hier hinten. Auch hier Capilendo sehe ich da noch 5,52 Euro, wenn ich jetzt hier drüber hovere. Das ist allerdings alles nicht so tragisch. Und wenn ich das jetzt hier schon anschaue, sind auch schon jetzt ein paar Erträge aus dem September da drin. Stört euch daran nicht. Ist nicht mehr viel, unter 20 Euro, dann habe ich auch das Quartal nochmal überschritten von den Einnahmen her. Bin ich also auch wieder auf Kurs und dann schauen wir uns nochmal an Q4. Da kommt nochmal ein richtiger Batzen auf mich zu. Schauen wir mal, ob wir das auch nochmal hinbekommen und dann haben wir auch auf Jahresbasis eine tolle Entwicklung hingelegt von ursprünglich 1.790,33 Euro letztes Jahr. Jetzt haben wir schon 1.483. Da würde ich sagen, ist noch ein ganzes Quartal vor uns, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Hier, 2.000 Euro plus X, das wäre dann schon so eine Zielmarke, wo ich sagen muss, da möchte ich auf jeden Fall drüber kommen dieses Jahr. Und es sieht richtig, richtig gut aus. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.